Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema Bioessen. Was denken Sie über Bioessen? Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. In meiner Familie essen wir abends immer zusammen. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Sie kauft immer auf dem Markt ein. Es gibt viele Gemüse und wir essen jeden Tag Salat. Ich glaube nicht, dass meine Mutter Bioprodukte kauft. Sie passt immer sehr gut auf, dass sie nur ganz frische Obstmittel kauft und sie geht jeden Tag einkaufen. Ich habe im Supermarkt gesehen, dass Bio-Eier und Bio-Gemüse teuer sind als die anderen Lebensmittel. Ich glaube, ich habe bisher noch nie Bio-Obst oder Bio-Gemüse gegessen. Ich kann also nicht sagen, ob das besser schmeckt. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Bei uns gibt es in den Geschäften viele Bio-Lebensmittel, Milch, Fleisch, Eier, Obst und Gemüse, aber nur in den großen Städten. In den kleinen Städten wissen die Leute genau, woher die Lebensmittel kommen, die sie auf dem Markt kaufen. Die Armenier denken, dass gutes Essen sehr wichtig ist. Deshalb ist es auch wichtig, nur gute Lebensmittel zu kaufen. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil der Bioprodukte, dass sie nicht mit Gift behandelt werden. Tomaten, Salat und Obst sollte man wohl wirklich nur dort kaufen, wo man Vertrauen hat. Viele Menschen kaufen Bio-Eier, weil sie glauben, dass es den Hühnern auf einem Biohof gut geht. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt. Und das ist ein großer Nachteil der Bioprodukte, dass man nicht wirklich wissen kann, was auf den Biohöfen passiert. Außerdem ist das Bioessen teurer. Das ist auch ein Nachteil. Meine Meinung ist, dass man sehr genau aufpassen soll, welche Lebensmittel man kauft. Am besten ist es, wenn man auf dem Markt die Produkte aus der Umgebung kauft. Wenn das nicht geht, dann sind Biotomaten sicher besser und gesünder als die Tomaten, die mit dem Flugzeug aus einem fernen Land kommen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.